Hallo Kleiner, kann ich dir behilflich sein? Was hast du denn so anzubieten? Bei uns gibt es alles, was du dir nur vorstellen kannst. Wenn du willst, bin ich heute Nacht deine Luthien und du mein Bären. Oder ich bin deine Sklavin, ganz wie du willst. Vielleicht später. Warte nicht zu lange, wer weiß, wie lange ich noch frei bin. Was hast du da von Bären und Luthien erzählt? Die Namen höre ich nicht zum ersten Mal. Sag bloß, du hast noch nie was von Bären und Luthien gehört. Ich komme vom Festland Lalvaniens. Ich dachte es mir. Dieses Liebespaar ist auf dieser Insel schon fast eine Legende. Eine durchaus romantische Geschichte, abgesehen vom Ende natürlich. Kannst du mir die Geschichte erzählen? Ach, so einer bist du. Ich fürchte, ich bin keine begnadete Geschichtenerzählerin. Die Natalie ist jedoch eine, die dir gern die Mutter spielt. Ihre Brüste sind zum darin versinken. Du wirst dich bei ihr sicher geborgen fühlen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich will. Mich würde eigentlich einfach nur die Geschichte interessieren. Ja, scheiße, was glaubst du denn, wo du hier bist? In einer Bibliothek? Es wird jetzt übrigens Zeit, sich zu entscheiden. Mentula hat es nicht gern, wenn wir mit den Kunden quatschen. Er schaut mich schon an. Also, was ist jetzt? Wollen wir runtergehen? Klär das mit Mentula. Lass uns mal abwarten, was draus wird. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Dann zeig mal deine schönen Stücke. Hier, sieh her. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Stair schickt mich. Immer wieder diese Grusel. Ich suche drei Werkzeugkisten. Ah, für Stash. Wir sind gleich hier. Wie viel soll der Spaß kosten? Da denn schon freiwillig 400 Roperi, wie immer. Kann man da nicht was machen? Für 350 Roperi würde sich Stash freuen. Für Stash bin ich schon mit dem Preis runtergegangen. Da kann ich nichts mehr machen. Alles klar. 400 Roperi sind gut genug. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Kein Wasser, weit und breit. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Der wurde auch umgebracht. Es werden bessere Zeiten kommen. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Schlafen. Nein. Mit mir kann man sowas nicht machen. Lass uns mal abwarten, was da los wird. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Ich möchte eine Geschichte hören. Immerhin haben Für nur 50 Roperi kannst du meinen Worten lauschen. Erzähl mir von Bären und Luthien. Du möchtest also, dass ich die Geschichte von Bären und Luthien erzähle? Dann höre gut zu. Denn diese Geschichte ist eine, wie sie trauriger kaum sein könnte. Wo bleiben sie soll uns denn alle daran Schiffe? Erinnern, dass weder Gold noch Macht die Leere ausfüllen können, die ein gebrochenes Herz hinterlässt. Selbst die ältesten Einwohner Assuns können sich wohl nicht mehr an den Fürsten Bären erinnern, der hier vor fast einem Jahrhundert regierte. Wie es in der adligen Fürstenfamilie üblich war,
erbte er dieses Amt von seinem Vater, dessen Großvater zu diesem Amt vom König persönlich erhoben wurde. Anders als die meisten Fürsten jedoch, denen nichts wichtiger war als ihre Schatzkammer, war das Herz Behrens nicht aus kaltem und hartem Gold. Denn er war verliebt in Luthien, die Tochter eines einfachen Handwerkers aus dem mittleren Viertel. In den Augen der anderen Adligen aus dem oberen Viertel war das eine Ungeheuerlichkeit. Hofften sie doch alle, durch eine Vermählung mit einer ihrer Töchter selbst in die fürstliche Familie einheiraten zu können. Doch wagte es niemand, dem Fürsten öffentlich zu widersprechen, denn dieser stand dem König sehr nahe und war in seiner Machtposition gefestigt. Und so brauchte der Fürst auch keinen Hehl aus seiner Liebe zu machen und konnte seinem Herzen folgen. Er verlobte sich mit Luthien. Und so geschah es, dass der Tag der Hochzeit näher rückte und Luthien, begleitet von Novizen des Klosters und einigen adligen Mädchen des oberen Viertels, in die Akademie geschickt wurde, um sich vor der Vermählung der rituellen Reinigung zu unterziehen. Doch als sie auf dem Rückweg vom Kloster in Richtung Stadt an der Felsformation bei der Brücke entlang wanderten, löste sich eine Gerölllawine und begrub den Hochzeitszug unter sich. Luthien sowie 4 weitere Mädchen überlebten das Unglück nicht. Als Behren die Nachricht des Unglücks erhielt, verfiel er in Wut und er bezichtigte die Adligen im oberen Viertel, etwas mit dem Unglück zu tun zu haben. Doch als er ihren Kummer sah, denn auch sie hatten Töchter verloren, so schämte er sich sehr und gab sich seiner eigenen Trauer hin. Nach einem halben Jahr überzeugte man ihn sogar, wieder zu heiraten. Dieses Mal die reiche Tochter eines Kaufmanns aus dem oberen Viertel. Doch die Ehe war keine glückliche. Zu sehr hing der Fürst an seinem Verlust. Auch für die wichtigen Regierungsgeschäfte Assuns interessierte er sich nicht mehr. Er zog sich immer mehr zurück. Und man sah ihn, wie er mit dem Spiegel Luthiens, deren Namen er sichtlich verwirrt vor sich hin murmelte, nachts durch die Gassen der Stadt zog. Als dem König berichtet wurde, dass Assun nicht mehr regiert wurde, blieb ihm keine Wahl, als den Fürsten abzusetzen und einen neuen zu ernennen. Aus alter Freundschaft bot er Behren an, zu ihm in die Hauptstadt zu ziehen. Doch dieser wollte lieber in der Stadt Assun bleiben. Man sah ihn fortan noch öfters in der Stadt umherwandern, immer den Namen seiner Liebe vor sich hermurmelnd. Dann eines Nachts, als die Rekruten auf dem Marktplatz schon lange Mitternacht verkündet hatten, hörte man einen Schrei. Sofort kamen Leute hergerannt, um zu sehen, was geschehen war. Glaubten doch viele von ihnen im Schrei die Stimme des ehemaligen Fürsten zu erkennen. Doch war dieser nirgends zu sehen. Auch am folgenden Tag und dem Tag darauf war er wie vom Erdboden verschluckt. Seitdem hat niemand mehr den alten Herzog zu Gesicht bekommen. Manche munkelten, seine Verliebte hätte ihn zu sich geholt, denn es war nirgendwo Blut zu sehen. Andere meinten, er habe sich aus Verzweiflung in den Brunnen gestürzt. Doch es kam keine Antwort, so man in diesen hineinschrie. Was auch immer geschehen war, den Herzog sah man nie wieder. Der damalige König von Lalvanien ernannte vom Festland einen neuen Fürsten, der sich mit der verwitweten Gemahlin vermählte. Diese war trotz Heirat mit Behren noch immer unbefleckt. Und so gingen die Jahre ins Land. Und die tragische Geschichte von Behren und Luthien wurde langsam aber sicher zum Mythos. Nur noch manchmal am Marktplatz um Mitternacht kann man dumpfe Schreie hören. Die meisten Leute behaupten, es sei der für unser Gebiet so typische Gebirgswind, der durch Gassen wie durch Täler und Schluchten gleichsam fegt. Doch einige wenige glauben immer noch, aus dem Brausen des Windes die Schreie des Herzogs ausmachen zu können, auf der Suche nach seiner großen Liebe. Ich möchte eine Geschichte hören. Für nur 50 Roperi kannst du meinen Worten lauschen. Erzähl mir von den Conservatio. Es gibt auf der Welt einige wenige Menschen, die in der Lage sind, Magie zu wirken, ohne an die Restriktionen der Runenmagie gebunden zu sein. Man nannte diese Form die alte Magie. Jene, die nicht von den Göttern in diese Welt gebracht wurde. Derlei Anwender wurden Conservatio genannt. Die Fähigkeiten eines Conservatio sind keinerlei, welche sich durch Schulung erlernen ließen.
Ein Conservatio wird mit dieser Gabe geboren und trägt sie mit sich bis zum Tode. Aus rein magischer Perspektive ist dies nur vorteilhaft. Aus gesellschaftlicher Sicht jedoch. Es leben auf der Welt vermutlich nur ein halbes Dutzend an Conservatio. Ein ruhiges und beschauliches Leben als Teil des Ganzen ist für diese Sonderlinge nicht möglich. Man ist ein anderer Mensch. Jemand, der fast alles in der Welt formen kann, nur nicht sich selbst, um ein Fragment im Unität zu sein. Es heißt, dass sich die Conservatio in der Geschichte immer aus Konflikten herausgehalten haben, um das Gleichgewicht nicht zu gefährden. Selbstverständlich bestätigten Ausnahmen die Regel. Doch dies ist eine andere Geschichte. Bringen was? Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Das kann ja nicht eben. Verdammt. Oh. Was ist los? Lass uns handeln. Zeig mir deine Ware. Genau das habe ich auch gesagt. Hört, ihr Bewohner von Asun. Erneut kam es zu einem Mord im unteren Viertel. Der Bürger Rufus wurde heimtückisch in seiner Hütte ermordet. Zeugen und Hinweisgeber, die zur Aufklärung dieser Angelegenheit beitragen. Ich kann das nicht mehr hören. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Hey! Kannst du mir aus diesem Zeug etwas mischen, das einen etwas edleren Eindruck macht als einfaches Mallrat-Fett? Klar, aber warum? Ein feiner Pinkel aus dem mittleren Viertel braucht ein besonderes Schmiermittel. Der soll sich mal nicht anstellen und wie alle anderen zu Mentula gehen, wenn ihm seine Braut nicht... Nein, warte. Sein Klavier ist kaputt und muss geschmiert werden. Ach so, dafür was anderes als Fett. Meine Güte, die haben Wünsche da oben. Moment.
weiß schon genau, was es da gibt. Immerhin haben wir die Goldmine. Warte mal. Halte dich einfach aus allem raus. So, da hast du das Zeugs. Ist etwas flüssiger geworden, aber immer noch so schmierig. Verkaufe es ihm als Velaisöl aus Viranon. Velais? Einfacher Blauflieder. Heißt in manchen Gegenden aber anders und wenn er was Besonderes will, dann darf es auch besonders klingen. Danke dir. Was bekommst du? 5 Roperi für den Flieder war ja nicht so teuer. Gib mir einfach 15 Roperi und ich bin zufrieden. Meine Meinung kennst du ja schon. Hier. Alles klar, hier hast du das Zeug. Mich fragt ja keiner. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Nicht mehr mal zu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Seid. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Halte dich einfach aus allem raus. Ich kann das nicht mehr hören. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Ihr Bewohner von Assun. Die Arena der Stadt wird bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Ob und wann eine Wiedereröffnung erfolgt, ist noch nicht absehbar. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich habe hier das Schmiermittel. Was ist denn das? Velaisöl. Amadeus wollte etwas Spezielles. Ja, ja. Sieht ihm ähnlich. Na, dann gib mir das Zeug mal. Gut, ich ziehe dann mal los. Warte mal. Läuft das Klavier wieder? Nein. Ich werde noch den Rest des Tages dran arbeiten müssen. Unglücklicher, komm mal her zu mir. Ein wahres Glücksspiel aus dem Meer. Ich hoffe seligst für dich, dass auch du dein Glück findest. Hey! Ich habe gehört, bei dir gibt es Informationen. Haha, von wem kam das denn? Jack erwähnte es mir gegenüber. Naja, ich bin Gastwirt. Da ist das wohl nicht so schwer zu erraten, dass ich mit vielen Leuten zu tun habe. Also sag an, was brauchst du? Warte mal.
Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Das kann ja nicht ewig so sein. Wir selbst können uns entscheiden, wem wir uns an... Hier hast du eine Spende. Ah, daran hast du gut getan. Hier, nimm die Spruchrolle. Soll ich dir erklären, wie man sie anwendet? Ich denke, das sollte ich wohl hinbekommen. Gut, wie du meinst. Hier in Assun ist es Fürst Albrecht, der uns Schutz und Sicherheit gewährt. Vertraut diesem gütigen Herrscher. Meine Meinung kennst du mit ja vielen schon. Gefährlichen Viechern. Hört, ihr Bewohner von Assun. Aufgrund der allgemeinen Lage und zu eurem eigenen Schutz sollten die Wälder und die Wildnis in der Umgebung gemieden werden. Des Weiteren ist dem gemeinen Volk jeglicher Kontakt... Endlich hat der übermüdete Mieke seinen Schlaf bekommen. Abweichungen von dieser Regel sind nur zum Zwecke des allgemeinen Handels oder mit ausdrücklicher Ermächtigung gestattet. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Das liegt doch auf der Hand. Am Morgen gefangener Süßwasserfisch, köstlich wie nirgendwo sonst. Das liegt doch auf der Hand. Ob ganz, entschupft oder filetiert, alles dabei. Ich kann das nicht mehr hören. Sie mögen es gebraten oder gar geräuchert? Auch kein Problem. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Kommt Leute, schlagt zu, solange es noch welchen gibt. Irgendwann muss der Schiff mein Kopf. Wieder laufen. Fisch. Alles klar mit dir. Fisch. Kommt ja. Und betrachtet meinen Fisch. Mir geht es besser. Die Kopfschmerzen sind weg. Ich kann wieder klar denken. Am Morgen gefangener das freut mich aber. Köstlich. Vielleicht solltest du wieder mehr schlafen und dich nicht mit Kräutern wach halten. Ich glaube, du hast recht. Ganz dank dir. Oder filetiert. Nimm alles dies hier. Dabei. Ich denke, ich möchte sie erstmal nicht mehr sehen und lege mich noch etwas sie ins Bett. Mach oder das. Gar geräuchert? Auch kein Problem. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Kommt Leute, schlagt zu, solange es noch welchen gibt. Meine Meinung kennst du ja schon. Seid. Fisch, frischer Fisch. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Das liegt doch auf der Hand. Gemeinsam können wir bestehen, wenn wir alle Schulter an Schulter stehen. Wenn wir hey. Fürst Albrecht und der Garde vertrauen, dann ist uns der Rücken wo gestärkt kannst du mich hinbringen? Und es ist kein Gott nötig, ich reise häufig der seine zwischen Hand Stadt und Kloster hin und her. Hält. Wenn du nun willst, nehme ich dich mit. Nun sind wir nicht länger Figuren auf ihrem Spielfeld. Nun sind wir selbst die so grausam? Fantastisch! Ich habe den Weg auf Anhieb gefunden. Hier hast du die Karte zurück. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Ich weiß nur, dass wir jetzt selbst über uns bestimmen müssen. Thank you.
Ich kann das nicht mehr hören. Ich brauchst du das nicht. Wer weiß schon genau, was es da gibt? Das ist doch nichts Neues. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Immerhin haben wir die Gold. Daran. Ich kenne keinen, der es mit Ihnen aufnimmt. Wie es unseren Brüdern im. Doch immer diese Gruselgeschichten. Die Arbeit ist beschwerlich, aber was soll man machen? Es gibt immer einen Todesmutigen. Sind die denn so grausam? Die Orks sind bald besiegt. Ins Ödland will ich bestimmt Ordnung nicht. Gibt's nicht mehr. Die Arbeit ist beschwerlich. Aber was soll man machen? Was suchst du hier? Geh! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich denke nicht, dass wir sie noch brauchen. So, ganz ohne Führung sind wir doch aufgeschmissen. So grausam. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Das Bildland wird nicht bestimmt. Kein Wasser, weit und breit. Meine Meinung kennst du ja schon. Ohne die Götter sind wir besser dran. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Das ist doch nichts Neues. Er hat doch immer diese große Geschichte. Glaubst du, sie kehren irgendwann zurück? Mit mir kann man sowas nicht machen. Kein Wasser! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst.
Sind sie denn so grausam? Riesig. Mit vielen gefährlichen Viechern. Ich kann das nicht mehr hören. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Mich fragt ja keiner. Wie es unseren Brüdern im Sumpf wohl da geht? Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Gut, dass du hier bist. Was ist los? Die Arbeiter können noch nicht anfangen. Sie brauchen Material und Werkzeug. Sprich mit ihnen. Die Arbeit muss nämlich getan werden. Meine Meinung kennst du ja schon. Wie läuft's mit der Arbeit? Uns fehlen Werkzeug und das nötige Holz. Wir haben hier im Kloster zwar gutes Bier, aber keine Werkzeuge. Besorg uns erstmal drei Hämmer, drei Sägen und Nägel. Woher soll ich das ganze Zeug beschaffen? Das weiß ich nicht. Das ist dein Problem. Ich kann das nicht mehr hören. Sind Sie denn so? Müsste schon ein Wunder geschehen, damit wir das überleben. Versuch nie wieder, mich zu bestehen. Es gibt immer auch. Versuch nie wieder, mich zu bestehen. Was ändern. Die freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Kein Wasser.
weit und breit. Ich weiß. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Warum erfahre ich das erst jetzt? Meine Meinung kennst du ja schon. Ich habe deinen Ring. Gut. Zeig mal her. Sehr gut. Wenn du willst, kannst du später nochmal bei mir vorbeischauen. Dann kann ich dir sicher mehr. Genau das habe ich auch gesagt. Es gibt immer einen Todesmutigen. Hey du, genau, was schleißt du da rum? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das hätte ich dir vorher gesagt. Das hätte ich dir vorher sagen. Thank you.
extrem sicher. Ich glaube an alles. Wo kannst du mich hinbringen? Ich reise häufig zwischen Stadt und Kloster hin und her. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Wenn ihr Roperi habt, dann teilt sie mit denen, die nichts haben. Eure Spenden werden die richtigen erreichen. Mein Wort darauf. Bemühen wir uns, die Welt friedlich zu halten, indem hey. Wir füreinander da sind. Denn damals war es wegen des Silbers. Brüll deswegen doch nicht so laut rum. Also, was ist los? Gibt es im freien Lager welches? So wie ich das mitbekommen habe, dann nicht. Ich glaube, dass sich das so bald auch nicht ändern wird. Also schön. Ich danke dir sehr, dass du dir die Mühe gemacht hast. Solange du dich für mich einsetzt und ich den Sinn der ganzen Aktion nicht komplett verstehen muss, interessiert mich das eigentlich nicht sonderlich. Musst du auch nicht. Das Ergebnis wäre aber wahrscheinlich sowieso irrelevant gewesen. Das wird ja immer besser. Erzähl Argos einfach nur was Positives über mich. Was du mit der Info jetzt machst, ist jetzt dein Problem. Sind all unsere Belange wieder in unseren Händen. Mit allen guten und schlechten Seiten, die daran sind. Brauchst du das nicht so? Hast du Nägel zu verkaufen? Nein, ich habe keine da. Frag mal Olaf. Wo finde ich Olaf? Olaf ist auf Orins Bauernhof. Wenn du schon mal gehst, grüß ihn von mir. Brauchst du das nicht zu fragen? Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Läuft das Klavier wieder? Nein, ich werde noch den Rest des Tages dran arbeiten müssen.
weiß schon genau, was es da gibt. Denkst du, die Türme bringen was? Genau das habe ich auch gesagt. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Der arme Kerl kann ja nicht ewig so weitergehen. Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Der geht da schon freiwillig hin. Das liegt doch auf der Hand. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Kein Wasser weit und breit. Mit mir kann man sowas. Denkst du, die Türme bringen was? Warte mal. Der war doch stürzbetrunken. Warum erfahre ich das erst jetzt? Hey, du! Oh, verdammt! Was ist los? So, auf geht's! Hast du mit Karl gesprochen? Ja, habe ich. Okay, dann können wir gehen. Viel weniger. Schiffe. So, da sind wir. Ich danke dir. Hier hast du ein paar Rupiri, aber nimm dich vor Felix in Acht. Ja, okay. Danke sehr. Ich werde jetzt die anderen zwei holen gehen. Warum soll ich mich vor Felix in Acht nehmen? Der ist verdammt hinterlistig. Seine Lieblingsbeschäftigung ist irgendein Glücksspiel. Und damit zockt er jeden ab. Du solltest dich deswegen nicht auf ein Spiel mit ihm einlassen.
erzähl mir etwas über deinen Glücksspieler. Ich hab dir doch mehr oder weniger bereits alles gesagt. Ich frage mich, warum er so gut ist. Betrügt er? Das glaube ich nicht einmal. Der spielt einfach zu viel, wahrscheinlich mehr als er arbeitet. Und er überredet wirklich jeden dazu und nimmt ihnen ihr Geld ab. Dafür mag ihn hier keiner so wirklich. Aber was soll man machen? Ist ein Glücksspiel nicht eigentlich eine Glückssache? Meint man, aber die, die es oft spielen, haben da so ihre Tricks. Die kochen wir durch die Zelle schon weich. Verdammt. So, auf geht's. Was ist los? Okay, ich folge dir. So, da sind wir. Ich danke dir. Ich werde dann mal zur Feldarbeit schreiten. Auf Wiedersehen.
Habe ich alle Wölfe getötet? Zumindest habe ich keine mehr gesehen. Scheinst ja alle getötet zu haben. Hier, du bekommst auch was dafür. Es ist etwas Besonderes, was dir sicherlich viele Vorteile bringen wird. Verdammt, was ist los? So, auf geht's. Okay, ich folge dir. So, da sind wir. Ich danke dir.
Ich würde dann mal zur Feldarbeit schreiten. Auf Wiedersehen. Rede auch noch mit Franz, bevor du gehst. So ein Mistwetter. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Die anderen meinten, ich soll mich bei dir melden. Ja, so ist es. Ich nehme an, du wirst jetzt zum Bauernhof zurückkehren. Du wirst dir wohl die Belohnung bei Karl abholen müssen. Wie dem auch sei, ich wollte dir nur noch einmal abschließend dafür danken, dass du uns hierher gebracht hast. Auf Wiedersehen. Dann ist der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Ich habe deine Bauern zu den Feldern gebracht. Welche Bauern? Die, die in deiner Küche gesessen haben. Ach so, die. Ja, okay. Das ist sehr freundlich von dir. Hier hast du ein paar Roperi. Stan schickt mich. Ich brauche 2 Dutzend Brote und Fleisch. Gehen ihm wieder die Vorräte zur Neige? 200 Roperi macht das dann. Wir müssen über den Preis sprechen. Stellst du dir das vor? Stash kauft schon oft bei dir ein. Langsam wird es Zeit, ihm einen Rabatt zu gewähren. Verstehst du? Verstehe. Ich werde auf 170 Roperi runtergehen. Einverstanden? Einverstanden. Verdammt! Was ist los?